Am Ende seines Vortrages hat der Protokoller im letzten Jahr den Aufruf gestartet, dass sich doch bitte jemand finden würde, der ihn als Protokoller ablöst. Diesen Aufruf hat man wohl bis in die Nähe von Stuttgart gehört, denn es meldete sich bei uns ein schwäbischer Landbote. Mit dem Hinweis, dass sein Akzent ab und zu mit ihm durchgeht und der Bitte, dies auch gleich zu entschuldigen, ist er heute Abend zu uns nach Boppert gekommen. Zum ersten Mal auf der Olympiabühne der schwäbische Landbote. Vielleicht wird meine Sprachreiche ein bisschen schwer, weil ich komme von länger zu euch her. Ich meine und geehrt, ich hoffe, dass ich am Schluss niemand beschwert. Als schwäbischer Landbot schenke ich euch ungeniert ein die närrische Wahrheit und den reinen Wein. Als Schwab und Novize im rheinischen Karneval weiß ich aber eins ganz genau, man sagt nicht Narina Ro oder Chehoi, sondern Helau. Die Kölner Bürgermeisterin gab vor einigen Tagen den guten Rat, nur stelle ich mir die Frage mit dem Soldat, den Frauen solltet jetzt eine Armlänge Abstand halten, das ist krass. Das Küssen fällt in Elfenräten schwer, das macht keinen Spaß. Ob Fasching, Fasnet oder Karneval, närrisch sind über Elle, also ist es scheißegal, weil überall machen sie obere, unmögliche Sachen und dort immer will der Heidorfer genüsslich lachen. Fährt man vom Hunsrück oben auf der Höhe, dann sieht man unter Boppert, ach wie schön. Die Altstadt und die Promenade am Rhein, prächtig rausputzt, historisch richtig fein. Die unzählige Kurve, die sind schon eine Qual. Bremse, Lenker, aufpassen, gefühlt 100 Mal. Doch ist man noch unter und das ist kein Witz. Dann kommen die Schlaglöcher, die hauen ja aus dem Sitz. Der Neckar, das ist unser schwäbischer Fluss. Doch ganz ehrlich, ich komme zu dem Schluss, euer Rhein, das ist schon eine ganz andere Nummer. Bloß guckt mal zurück, dann macht er auch richtig Kummer. Am Ufer liegen schöne Schiffler am Tau. Und das wird manchmal zur richtigen Schau. Doch passe dann der Promenade gut auf, gelegentlich kommt nämlich einer im Suff. Der ist noch recht forsch und schnell, dann fällt plötzlich der Steg an der Stelle. Jetzt werde ich ganz ehrfürchtig und gang auf Knie. Die Stadt Boppert ist heilig wie nie. Franziskus heißt der Chef im Vatikan. Und hier am Rhein ist der Ort, wo vieles begann. Der Papst hat im Goethe-Institut fleißig studiert und sicherlich auch kräftig die Tropfen vom Hamm probiert. Der heilige Mann hat gesagt, er sei ganz vermacht. Der beste Wahrheit, den gibt es in Europa. Die hiesige Stadtväter waren es ganz beglückt, denn viel überlegt und dann recht geschickt und dabei gar nicht lang zaudert, den Papst Franziskus weg aus dem Hut gezaubert. Ein Prachtstrauß, das wäre für den bescheidenen Mann nicht schön. Ein Fußwägle, das passt und schon das städtische Budget. So richtig aus der Fuge ist jetzt der Weltenlauf. So viele wie noch nie sind in der Flucht und kommen zu Hause. Eltern und Kinder haben Angst um ihr Leben und deshalb ist ihr Bestreben, nach gefährlicher Reise Ruhe zu finden
und bei uns in Sicherheit freiwillig aufgenommen Lieder zu singen. Die Willkommenskultur ist bei uns unbeschreiblich, aber Deppen gibt es überall, das ist unvermeidlich. Wenn wir das nicht schaffen, wer soll es noch richten? Das Helfen gehört einfach zu unseren christlichen Pflichten. Plus Europa zeigt sich von seiner hässlichen Seite, den wenigsten sind zu humanitären Hilfe bereit. Manche Länder strotzen vor Gier, schreien schnell, laut bloß hier, wenn es um Geld und um Zuschuss geht. Ach, wie ist denn das blöd? In Facebook auf besser Bob-Hardogots recht rund. Es geht um kaputte Zei und Haufen von den Hund. Auch der würzige Pommes-Trank sorgt im Städte für viel Zank. Ein Thema aber, das treibt alle um, da wird es auch abruhig, niemand bleibt stumm. Man bohrt verzweifelt nach Wasser, dem mit dem Mineral. Das wäre für ein Freibad in Burkhardt ideal. Seit Jahren kann man sich hier im Sommer nicht mehr laben, weil es fällt ein Plätzchen zwischen den Baden. Auch im letzten Sommer war es für Kinder und Eltern recht fad und das bei mehr als 40 Grad. Was ist bloß aus unserem Fußball-Sommermärchen geworden? Weil Blatter, Beckerbauer und andere Konsorten mit großen schwarzen Kassen das fröhliche Fußballfest in Kauf lassen. Jetzt können die anderen endlich genüsslich die Hände reiben und vorsichtig mit vorwurfsvoll mit dem Finger auf uns zeigen. Nichts Genaues weiß man nicht, es ist aber doch eine komische Geschichte, wenn unser Kaiser Franz darüber schweigt und alles, wie er treuherzig bekennt, blanko unterschreibt. Denke ich an Amerika, ich sag's mit Bedacht, dann bin ich auf den Schlaf gebracht. Porsche, Audi und VW, Mercedes, Opel und BMW, die beste Autobauer gibt's bei uns im Land und das ist für die Armee wohl eine Schande. Mit der NSA haben sie spitzfindig kontrolliert und endlich den Skandal aufgespürt. Der Rauch der VW-Motoren, der tut sie der Tod drüber doch ganz arg stören. Dabei ist es ohne Bedeutung und es wird gern gelitten, die Dreckschleuder in den riesigen Ami-Schlitten. Kein bisschen Frieden beim Grand Prix, 0 Punkte, das gab es für uns noch nie. Für unsere Mädle an Sophie war das ein rechter Schlauch. Black Smoke brachte bloß einen schwarzen Rauch. Ehrlich muss man sein, sie war ja nur zweite Wahl. Der Vorentscheid Sieger Kümmerer drückt sich vor der ESC-Qual. Zum großen Glück hat Schweden gewonnen. Und damit sind viele ihre Unglück entronnen. Denn die Russin Gagarina lag bloß auf Platz 2. Und ein Grand Prix in Moskau ging an den Fans vorbei. Weil in Russland liegen Schwule und Lesben viel Ärger, weil man Grand Prix kennt, der Großteil vom Publikum direkt in den Kerker. Liebe Leute, ist das denn nicht verrückt? Wir werden jetzt vegetarisch zwangsbeglückt. Sie verpflichten uns zum Veggie Day. Mit Gemüse, Obst und Tofu allerlei. Dabei steht den Fleischverweigerer übel bereits im Alten Testament in der Bibel. Die Eva hat den Adam ja mit einem Apfel verführt, das hat zu unser Elend geführt. Mit einem Bittekuchen mit viel Speck, den ich gewiss, geht uns der Gabriel nicht aufgeschmissen. Gefordert. Sonst wird man als Redner zum Pranger beordert. Ein sprachlicher Wahnsinn, ich muss es beklagen, gendergerecht, da dreht sich der Magen.
Ich sag's euch, die Brust, die bleibt weiblich. Einst Schneemann, jetzt Schneefrau, das ist doch nur peinlich. Eins ist klar, die Natur hat Gräber, es gibt eben Buber und Mädler. Die Tendenz der Emanzen, die wird schnell erkenntlich, denn bloß der Idiot, der bleibt nämlich männlich. Weiter, das Ganze ist nicht wirklich heiter, es ist jetzt ein unabdingbares Muss, man sagt nämlich nicht mehr Mohrenkuss. Auch das Jägerschnitzel ist verpönt, weil die scheint Minderheiten verhöhnt. Schwäbische Wirtsleute mit ihren hellen Köpfchen servieren aber weiterhin ein Spargeltöpfchen. Jetzt komme ich zum Ende. Noch eins sage ich noch geschwind. Der Auftritt hier war eine tolle Sache und überlege, ob ich es wieder mache. Doch endlich gäbe ich nun so. Jetzt lachtet ihr begeistert zu, dann kann ich zufrieden niedersinken, 2 bis 13 Weinlein trinken. Was mir zum Schluss noch bleibt, ich wünsche euch eine gute Zeit, will euch einen Herzenswunsch noch geben, macht's gut mit dem Herrgott, dann Segen, genau. Der Jürgen ist der Vater von unserem neuen Älterratsmitglied, dem Philipp Kunz. Er ist leider sich schon wieder am Umziehen für seinen nächsten Auftritt. Aber es ist immer schön, wenn es neue Älterräte gibt, die gleich den Redner für die Bühne mitbringen. Also kann es eigentlich weitergehen. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben gehört, es hat den Leuten gefallen. Ich denke, dir hat es bei uns, oder ich hoffe, es hat dir bei uns auch gefallen. Einmal den Pin, den Ordner hast du letzte Woche schon bekommen. Natürlich für dich auch nochmal ein dreifachkräftiges Jürgen. Ja. Jürgen. Ja. Ja, und ich denke, wir sehen uns nochmal. Vielen Dank für deinen Vortrag und Aufmarsch. Ja.